Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Ilex. Ja, yippie, juhu. Was ist das da unten? Guck mal. Ohne Scheiß, was ist das da? Guckt euch das mal an. Irgend so ein Mutantenvieh oder so. So nah an der an einer Farm. Das ist irgendein Mutantenvieh. Und da oben ist wieder so ein Hund. Noch ein Hund. Die leben direkt neben der Farm. Okay. Muss man auch wollen. Noch ein Vieh. Was sind das? Ich weiß gar nicht, welches ekliger aussieht. Das hier mit den zwei Köpfen oder das da hinten, was da läuft. Das da hinten sieht aus wie so ein unfertiges Alien. Wie aus dem Film Alien. Genauso sieht das aus. Mal gucken. Da. Genau so sieht das aus. Die Viecher verstehen sich alle untereinander. Das ist ja krass. Ich will es nicht riskieren. Ich weiß nicht. Duras kann schon wieder die Finger davon nicht lassen. Der wird dann wieder dafür sorgen, dass wir Theater gibt und so. Und dann... ist kacke, ne? So eine komische Geburt. Ich habe ja gespeichert. Komm, wir gehen mal hin. Oh ja, oh ja, oh ja. Können wir sie mal von nahen sehen? Bah. 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 Das ist wirklich bah. Ich halte mich da raus. Sollen sie da lieben, wie sie lustig sind? Habe ich den erledigt? Ich weiß gar nicht. Huch, war da. Aber das war ich. Raptoren. Kriegen wir die beide hin? Bin mir nicht so sicher. Müssen aber eh da lang, aber... einer, ja, aber beide? Ich glaube, wir schaffen nicht beide. Oh, das ist hier aber so schön. Oh, oh, was steht denn da hinten? Schon wieder so ein Werwolfvieh, ey. Gotthölle. Arbeitet wieder für dich. Die Zeit, die uns wegen seinem Ausbleiben verloren ging, wird nur durch jede Menge Schweiß wettzumachen sein. Aber mein Fuß ist groß genug, ihm diesen abzuverlangen. Hier, für deinen Einsatz. Dankeschön. Oh, er sagt nicht Technik. Jagdverlust. Lennart möchte seinen Bogen zurück. Er hat ihn bei der Jagd verloren. Es gibt immer was zu tun. Er sagt, es gibt immer was zu tun. Warum soll ich den Setzer Idor aufsuchen? Da dieser scheinbar ein paar Probleme hat, wenn ich das getan habe, soll ich ihm Bericht erstatten. Ach, jetzt soll, ach so, ich soll ihm jetzt Bericht erstatten. Ah, okay. Nee, den brauchen wir nicht. Jagdverlust, klar.
Da ist der Typ. Habe ich nicht auch etwas, was hier gerade so in der Nähe ist? Irgendwas mit einer Krypta. Kral. Fluss Delta. Okay. Warte mal. Upsala. Ah, ich will diese ganzen Tagebücher noch nicht lesen. Unterhalb des Schlundes heute Abend bei Einbruch der Dunkelheit 200 Elixit mitbringen. Nicht vergessen, das Stimmfeuer zu testen. Nicht nochmal von Dick verarschen lassen. Den haben wir gelesen. Ragnar, um unbemerkt in die Wüste zu gelangen, werde ich den Weg durch die Schlucht überhalb von Goliath wählen. Wenn ein paar Outlaw-Ratten unsere alte Befestigung dort für sich eingenommen haben, kann ich sie auf dem Weg gleich ausmerzen. Ich brauche neben den Setzern noch ein paar mehr Berserker als Verstärkung. Geralt. Vergilbter Zettel. Ich möchte auf meinem Zimmer heute Abend um 6 Uhr ihren teuersten Wein. Zimmer Nummer 9. Daisy. Bewirb dich jetzt. Möchtest du wissen, welche Förderung für dein Kind am besten ist? Wir übernehmen die Untersuchung in unserem Gesundheitscenter. Infinity Sky ist für eine bessere Zukunft. Alter Brief. Donald, ich danke dir, alter Freund, dass du mir diesen Gefallen getan hast. Jetzt bezahlt dieses Flittchen dafür, dass sie meine Zuneigung mit Füßen getreten hat. So jemand ist sie auch nicht für das Projekt geeignet. Ich werde morgen von hier verschwinden. Wir sehen uns dann dort, Kings. Vorratsliste. Rehabilitation. Könnt ihr ja selber lesen. Bericht 16560. Aufbruch nach Idan. Wir haben den Auftrag erhalten, den Glauben in das Land zu tragen und sollen dafür bis in die Wildnis vordringen. 25560. Unsere Reise war beschwerlich und lang, aber wir haben die Waldgrenzen passiert. Die Wälder bergen viele merkwürdige Monster. Wir sind ihnen nach Möglichkeit aus dem Weg gegangen. Ja, das kenne ich. 27560. Wir sind auf einige der Waldmenschen gestoßen, aber sie wollten nicht von unseren Lehren hören. Sie bedrohten uns nur und jagten uns davon. Um die Moral meiner Brüder zu stärken, hielt mir heute Abend ein besonderes langes Gebet. Kalan möge unser Flehen hören. 29560. Wir haben uns in einer Ruine niedergelassen. Bis jetzt konnten wir niemanden erfolgreich Kalans Ideale nahebringen. Geschichten Artags Tagebuch. Okay. Ich denke, ich kehre jetzt wohl doch erstmal zurück. Mach erstmal die Aufgaben, die da in der Nähe zu machen sind, fertig, um halt genügend Punkte zu sammeln. Weil ich war noch sowas von zu schwer. Ja, da sollte ich lieber nicht hochgehen. Aber da, wo ich in der letzten, also da, wo ich ja zuletzt war, das war ja, da hat man ja überhaupt nichts gefunden. Man hat gar nichts gefunden. Kein Teleport. Überhaupt nicht. Es hat so lange gedauert, bis ich einen gefunden habe. Ob die dann mit der Zeit ein bisschen rar werden? Und nur hier in der Umgebung so viele sind? Man kann mir eigentlich schon fast gar nicht vorstellen, ne? Aber wer weiß. Selbst mit den Duras an meiner Seite war das nicht gerade einfach. Ja gut, ich meine, ich kann ihn ja auch nicht alles machen lassen. So, wir haben hier, ich muss auf jeden Fall auf
gelb kommen. Das könnte diese Station hier sein. Bereit machen. Warum? Für was? Idor? Das war ja gerade ein komisches Geräusch. Das hat sich angehört wie... Wie hat sich das angehört? Wie diese Katze. Diese Kiara aus Inuyasha. Genau so hat sich die gerade angehört. Piau. Piau. Hallo? Was willst du hier? Du hast hier nichts zu suchen. Ach nee, ist Kral. Besser, du verschwindest wieder. Hier gibt es nichts für dich. Kaldrim schickt mich. Wenn du hier bist, um uns zu töten, dann quatsch nicht so lange. Bringen wir es hinter uns. Alles klar, dann komm mal her. Was? Halt, ich... Spar dir das Gefasel. Ich erledige dich im Handumdrehen. Was ist das? Hallo? Lass mich nur machen. Ja, dann mach bitte. Ich komme hier gerade voll nicht klar. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist ja alles viel zu stark. Man kann ja schon überhaupt nichts mehr machen. Es ist alles viel zu stark. Und dafür ist diese Kampfklamotte viel zu... Was willst du hier? Oh Gott, da du hast hier nichts zu suchen. Besser, du verschwindest wieder. Hier gibt es nichts für dich. Du bist Kral, der Elex-Dieb, nehme ich an. Scheiße. Dann habt ihr mich also gefunden. Wenn du hier bist, um uns zu töten, dann quatsch nicht so lange. Ich will nicht. Bringen wir es hinter uns. Alles klar, dann komm mal her. Halt, ich... Spar dir das Gefasel. Ich erledige dich im Handumdrehen. Ich will das gerne draußen machen. Okay, passt auf. Ich mach das so. Ich lasse Duras da. Ich lasse Duras da und sag dem, der soll mal eben stoppen. Also der soll mal eben hier auf mich warten. Hier, Duras. Bleib hier stehen. Bleib hier stehen. Ja. So, jetzt gehe ich mal alleine rein. Duras wartet. Schön. Vielleicht kann ich ihm das ja jetzt anders erklären. Weil Duras ist ja derjenige, der ihn am Ende provoziert. Was willst du hier? Du hast hier nichts zu suchen. Besser, du verschwindest wieder. Hier gibt es nichts für dich. Du bist Kral, der Elex-Dieb, nehme ich an. Scheiße. Dann habt ihr mich also gefunden. Wenn du hier bist, um uns zu töten, dann quatsch nicht so lange. Bringen wir es hinter uns. Da, seht ihr? Ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Dann gibst du zu, dass das... Ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Du bist hier, weil ich das Elex vom Mana-Schrein gestohlen habe. Was willst du sonst von mir? Warum hast du das Elex gestohlen? Was interessiert dich das? Am besten du verschwindest wieder und kommst nie wieder zurück. Ich will es wissen und ich werde dich auch nicht verraten. Wie kann ich mir dessen sicher sein? Ich könnte Kaldrim belügen, kannst du nicht. Ich könnte Kaldrim belügen. Tatsächlich? Ich gehe davon aus, dass du gute Gründe für dein Verhalten hast. Nutze deine Chance, aus der Sache rauszukommen oder lass es bleiben. Okay. Ich werde es dir erklären. Aber denk dran, solltest du irgendetwas versuchen, werde ich deinen Schädel einschlagen.
Alles klar? Klar. Klar. Gut. Was genau interessiert dich daran? Was ist das für ein Vieh da hinten in der Ecke? Wofür brauchst du das Elex? Das habe ich noch nie jemandem erzählt. Hast du schon mit dem verwirrten Häscher gesprochen, der hier rumläuft? Nein. Dieses Ding ist mein Bruder Grima. Er wurde vor einiger Zeit von den Alps zu einem Konverter verschleppt. Doch er muss irgendwie entwischt sein und hat sich versteckt. Offenbar hat er sich im Konverter eine ganze Weile ausschließlich von Elex ernährt. Und als ich ihn endlich befreien konnte, war er mutiert zu... Naja, das Ergebnis kann man ja sehen. Jetzt leidet er furchtbare Schmerzen. Aber solange er Elex bekommt, geht es ihm etwas besser. Wir sollten sein Leiden beenden. Du fütterst deinen Bruder mit Elex. Gib mir das Elex. Ich kaufe dir das Elex ab. Du kannst das Elex behalten. Ich werde mir das Elex einfach nehmen. Du fütterst deinen Bruder mit Elex? Ich habe ja gar keine andere Wahl. Ohne das Elex stirbt er vermutlich. Im Konverter haben sie ihm natürlich alles Elex seines Körpers entzogen. Als eine Art Entzugsreaktion hat er vermutlich angefangen, ohne Pause Elex zu sich zu nehmen. Jetzt sieh, was aus ihm geworden ist. Wenn die Berserker in Goliath nicht so unnachgiebig wären, dann würde ich ihn da behandeln. Vielleicht könnte er mit Hilfe von Mana geheilt werden. Aber der Gedanke führt zu nichts. Sie würden ihn auf der Stelle töten. Eigentlich bin ich ja dafür, dass wir ihm, dass wir sein Leiden beenden, ne? Ich weiß ja nicht, ob, aber ich weiß ja auch nicht, ob die so lange leben können. Wir sollten sein Leiden beenden. Da gibt's bestimmt Kampf. Da gibt's mit Sicherheit Kampf. Ach, weißt du was, soll er doch machen, was er will. Du kannst das Elex behalten. Ich hätte es dir auch nicht gegeben. Was wirst du Kaldrim sagen? Ich werde sagen, dass ich deine Leiche gefunden habe. Das klingt nach einem guten Plan. Ich habe noch ein paar Splitter, die Grima übrig gelassen hat beim Fressen. Ich denke, du wirst damit etwas anfangen können. Ich bin froh, dass wir eine friedliche Lösung finden konnten. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich werde alles versuchen, meinen Bruder von dieser Krankheit zu heilen. Mach, wie du möchtest. Ich muss mich jetzt wieder um meinen Bruder kümmern. Na, schade. Kann ich das nehmen? Danke. Kann man den ansprechen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nochmal, Leute. Wow. Körper und dann Gesicht. Ich würde dein Leiden beenden. Nochmal. Boah. Das ist wie so ein Unfall, ne? Man kann nicht hingucken, aber auch nicht weggucken, ey. Kann hier weiter runtergehen. Ich glaube, Dingens wird gerade angegriffen. Ist das hier schädlich für mich? Boah, ist das gerade hier voll unheimlich, ne? Okay. Okay. Okay, ich habe verstanden. Giftig, alles klar. Hatte ich mir ja eigentlich auch schon gedacht. Ich wollte es nur noch mal bestätigt haben. Boah. Tschüss, Grima. Oh Gott. Ich werde das Bild nie wieder aus den Augen kriegen. Verschlossen.
Ach, okay. Haben wir das wenigstens erledigt. Schöne Sache. Wo ist denn Duras? Ach, der wartet da noch. So. Mitkommen. Na gut. Habe ich erledigt? Jagdverlust haben wir da noch? Ach ja. Da können wir hinlaufen. Da können wir hinlaufen. Dann laufen wir da mal hin. Bereit machen. Warum? Du folgst mir doch noch, ja, tust du. Na, ich dachte, da hinten wäre ein Teleport. Raptor. Die leben hier ja auch alle echt nah an den Tieren zusammen, ne? Wenn es mal hier so eine Art Dingens gäbe. Dass sie sich das irgendwie so, weiß ich nicht, aufteilen. Nein! Verdammt! Ich bin noch nie in meinem Leben so oft gestorben. In einem Game. Wie in diesem hier. Noch nie. Wieso greife ich das Vieh eigentlich immer wieder an? Ach, Duras kann's wieder nicht lassen, ne? Huchala! Gott sagen, uns braucht die nicht angreifen. Sollen die das mal machen? Kriegt zwar keine Erfahrung, ich weiß, aber fuck das. Was? Spielstand speichern. Wir müssen jetzt irgendwie, also ich muss jetzt Duras irgendwie an den Unhold vorbeikriegen. Und so, oh, das, ganz ehrlich, das mit dem Sprinten, ne, mit dem Draufdrücken auf den Stick, das geht echt in die Hände, ne? Ich werde das jetzt mal eine Zeit lang nicht machen. Den Unhold schaffe ich noch nicht. Bereit machen. Ja. Bist du denn bereit?
Das sind zwei Stück. Meinst du, wir schaffen die? Muss ich so weit laufen? Los, kämpf! Oh, Duras ist tot, Duras ist tot. Moment mal. Wo ist sein Bogen? Hier? Hier ist doch nicht sein Bogen. Der ist da unten, sein Bogen. Hehe. Oh mein Gott, bin ich schlau. Ich bin so schlau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie kommen. Soll Duras sich darum kümmern? Die sind auch noch viel zu stark. Ich weiß, ich meckere die ganze Zeit. Wahrscheinlich müsste ich gegen die Viecher kämpfen, um stark zu werden. Obwohl ich mir das echt nicht... Oh, hast du mich erschrocken, ey. Das kann ich mir nicht vorstellen. Schlechter Zeitpunkt. Ich werde nicht angegriffen gerade. Oh, doch, werde ich. Wir verschaffen das. Vielleicht schaffen wir es. Also es sieht gut aus. Boah, wenn ich den jetzt kriege... Dann könnte ich wahrscheinlich viel XP kriegen. Wow.
Oh oh. Nein. 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 Ich hasse dieses Spiel. Ich bin für dieses Spiel nicht gemacht. Ich hasse es. Ich hasse es. Oh. Ja, jetzt versuche ich es aber auch nicht mehr. Jetzt habe ich die Schnauze voll. So, ich gebe jetzt dem Opa den Bogen. Hier, Lennarts Bogen ist bei dir besser aufgehoben. Hast du das Ding also gefunden? Gut, gut. Es war klug von dir, mir das Teil zu bringen. Hier hast du ein paar Splitter. Ich hätte ihn auch behalten können, ne? Fällt mir gerade ein. Wegen der Raptoren. Hast du ihre Fährte schon aufgenommen? Wie gesagt, sie lauern in der Nähe und wechseln ständig ihre Position. Aber wenn ich die Zeichen richtig deute, halten sie sich derzeit westlich von hier auf. Warum jagen wir sie nicht gemeinsam? Ich gehe nur mit Leuten auf Jagd, denen ich vertrauen kann. Für dich spricht jedoch, dass du mir Lennarts Bogen gebracht hast. Darum will ich dir eine Chance geben, dich zu beweisen. Sag, wann es losgehen soll, und ich werde dich führen. Ruinen ohne Befestigung. Wenig ehrenhafte Epoche. Okay, Leute, ich muss Schluss machen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.